Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich starte heute ein riesiges Video oder vielleicht sogar eine Videoreihe. Denn, wie ihr sehen könnt, stehe ich heute vor einem ganz besonderen Haus und da ist etwas ganz Besonderes passiert, auf das ich schon lange gewartet habe. Ich zeige euch mal, um was es geht. Lasst uns mal gemeinsam hineinschauen. Seht ihr, was ich meine? Der gute Herr Jimmy hat sich endlich dazu entschieden, auszuziehen. Und ich freue mich sehr darüber. Ich zeige euch mal, wann das passiert ist. Genau, das war vor 2 Tagen. Ich habe es auch extra für euch gefilmt. Und, ja, es ist einfach so passiert. Könnt ihr euch das aus... Das kann man sich doch echt nicht ausdenken. Bisschen traurig bin ich schon. Und dann bin ich kurz, ja, bin ich kurz durchgedreht und habe mich gefreut und bin ein bisschen im Kreis gerannt. So war das. Und dann, wisst ihr, was dann passiert ist? Vorhin hat mich Froni einfach Lümmel genannt. Nein. Okay, nein. Ich habe ihr diesen Spruch selber gegeben. Also alles gut. Jimmy mit seiner wunderschönen, coolen Brille zieht jetzt aus. Ihr müsst wissen, das ist sozusagen mein letzter Bewohner, den ich austauschen möchte. Alle anderen Bewohner, die ich habe, will ich behalten. Ich habe ja so eine Liste, auf der Bewohner stehen, die ich gerne hätte. Und soll ich die mal wieder wiederholen? Die hat sich eigentlich nicht geändert vom letzten Mal, aber auf der Liste stehen Nelly weiterhin, Volker, Doro, Mona, Monika, Aki, Sophie und Yoshino. Meine Favoriten auf der Liste sind Monika, Mona oder Yoshino. Obwohl Yoshino schwungvoll ist, würde ich sie wahrscheinlich trotzdem nehmen, weil ich finde sie einfach so verdammt süß. Wie ich schon am Anfang sagte, habe ich ein großes Video vor, denn ich möchte so viele Tickets benutzen, bis ich einen Bewohner aus meinen Top 3 finde. Die Top 3 sind Mona, Monika oder Yoshino. Die anderen stehen auch auf der Liste, aber die sind halt dann wirklich eher nur so, wenn ich, keine Ahnung, wenn sich zum Beispiel meine Nookmal-Tickets dem Ende neigen, dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel Aki gefunden, Aki finde ich auch toll, dann nehme ich halt Aki. Aber dann wird es wahrscheinlich irgendwann so kommen, dass ich ihn auch wieder austauschen werde. Ja, wie ihr seht, ich habe schon mal 100-Meilen-Tickets rausgeholt aus meinem kleinen überfüllten Lager und ich mache mich sofort auf zum Flughafen. Ach, ich bin ja auch bescheuert, Leute. Wir müssen erstmal einen Tag in die Zukunft reisen. Sonst wird hier gar nichts passieren. Ich bin sehr gespannt, wie viele Tickets wir brauchen werden. Hier ist nochmal sein Haus zu verkaufen. Vielleicht sollte ich mal ein Dokument anlegen. So, ich hätte gerne eine Tabelle. Eigentlich brauchen wir nur 2 Spalten, und zwar Bewohner und Anzahl des Treffens. Und dann nenne ich das Dokument, wie oft habe ich welchen Bewohner getroffen? Bodo, denk dran, ich habe zwar einige Meilentickets, aber es wäre schön, wenn du mich nicht komplett mobben würdest mit diesen Bewohnern. Heute habe ich nicht ganz so viel Zuckerintus, also vielleicht labere ich mal nicht ganz so viel Mist, aber wie ich mich kenne, werde ich das eh tun. So Leute, macht's euch bequem, das Video kann lang werden. Okay, ah, sie kennen wir noch von letztens. Hi, Verona, Verona, cool, dass wir dich zum ersten Mal treffen. Also, nein, beim ersten Mal, Verona. Wer ist hier? Ah, okay, es ist eine Pinguindame. Und wer bist du? Judith. Du kommst auf meine Liste. Los, Bodo. Insel 3. Oh. Ah, eine Froschine. Sie ist irgendwie süß. Wie hieß sie jetzt? Nein, ich hab. Nein. Ich darf sie nicht einladen. Janette. Janette, okay. Boah, stellt euch mal vor, ich hätte sie jetzt aus Versehen eingeladen. Los, Bodo, oder? Würde aber auch einen Dodo auf meine Insel einziehen lassen. Zwar eine sinnlose Info, aber es macht ja nichts. So, oh nein. Und schon wird's schlimm. Theo? Dein Name ist auch süß, aber du bist eher creepy. Wer ist das? Nein. Nein. Das ist dieser. Ja, genau, der ist das. Wie heißt der? Grisha. Ich mag deinen Namen. Er ist irgendwie so ein bisschen römisch, ne? Also für mich sieht er übelst aus wie ein Römer. Gut, mach's gut, Grisha. Udo. Stopp. Hör auf, im Bild zu reden. Ah, Tentatron. Wie heißt der auf Deutsch nochmal? Ah, das war sein deutscher Name, okay. Ach, er ist echt süß, ne? Kling, klonk, du bist es wirklich. Oh. Und er ist auch noch übelst freundlich. Es steht ein 003 auf seinem Kopf hinten. Ist er irgendwie aus dem Knast ausgebrochen? Ganz ehrlich, wenn ich nicht eine Forestcore-Insel hätte, würde ich ihn mitnehmen. Ich mag zwar keine Tintenfische, aber irgendwie sieht er voll süß aus. Und er sieht auch nicht aus wie so ein Tintenfisch-Tintenfisch. Er ist halt einfach aus Metall, you know? Ich finde seine gelben Augen niedlich. Stimmt, auf Englisch hieß er, glaube ich, Cephalobot, ne? Wo ich das letzte Mal gesagt habe, Cephalobauden. Wie findet ihr übrigens meine englische Aussprache? Die ist immer speziell, oder? Ich versuche die auch immer so speziell wie möglich zu machen. Einfach nur, weil ich es kann. Wer bist du? Du siehst irgendwie aus wie ein Slytherin. Leandro. Okay, ich habe Leandro, glaube ich, noch nie getroffen.
Leandro, ich mag deinen Namen, Leandro. Wenn du nicht so eine creepy grüne Mähne hättest, dann wärst du echt verdammt süß. Kannst dich mal umdrehen? Hallo, Leandro, please, dreh dich um. Kannst du dich mal bewegen? Wieso bleibt er die ganze Zeit an der Ecke stehen? Warte, wartet mal, ich hab da ein Geheimrezept. Vielleicht bewegt er sich dann. Oh, Jump. Okay, hat nicht funktioniert. Nochmal. Nochmal. Ah! Ach, ich weiß nicht. Er sieht irgendwie süß aus. Finde ihn knuffig. Bisschen wie ein Opi. Und ich mag Opi-Bewohner. Aber wir lassen Leandro zurück. So, Bodo. Ja, wir sind jetzt schon bei Ticket 8. Haha. 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 Bodo. Wieso lachen wir so komisch, Bodo? Okay, ich glaube, ich bin die Einzige, die hier lacht. Gut. Ich bin gar nicht merkwürdig. Oh, ich dachte kurz, es wäre Yoshino. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Da erschreckt mich doch nicht so. Oh, Regina. Ach nee. Regina, ich mag irgendwie deine Augen. Aber das war's dann auch schon. Oh, ihr Horn ist so gelb. Warum ist das so gelb? Oh, ich will nicht böse sein, aber wisst ihr, woran mich das Horn erinnert? Ich soll das vielleicht nicht sagen. An so einen gelben Fußnagel von so einer Oma. Sorry, falls jemand Regina mag. Es tut mir so leid. Ich will hier nicht abbranden. Aber es ist gerade. Wieso macht man dieses Horn so gelb? Please, Bodo. Bitte. Udo meine ich doch. Bitte. Lass mich einfach nach Hause fliegen. Ja, nach Famura. Bodo, ich will ja nichts sagen, ne? Wir beiden haben unsere Höhen und Tiefen. Ich weiß, jedes Mal muss ich mit dir so ein extremes Verkaufsgespräch führen. Fast schon wie so eine Psychotherapie. Einfach nur, um dich zu überzeugen, mir jemand zu geben, den ich möchte. Ich meine, ich bezahle hier mit wertvollen Nuckmal-Tickets. Oh nein! Alter, wie oft ich diesen Stier getroffen habe, das ist echt nicht normal. Also er ist echt immer einer der Standardinos, die ich treffe. Wie heißt denn der überhaupt? Angus, okay. Irgendwie dachte ich, das wäre sein englischer Name. Angus! So, ich habe dich jetzt einmal angesprochen und ich hoffe, dass du mir nicht mehr unter die Augen trittst, mein Freund. Wisst ihr, was auch gut ist? Wenn ich jetzt endlich den letzten Bewohner gefunden habe, brauche ich nie wieder Angus sehen. Ich freue mich sehr darauf. Ich muss Angus in meine Liste schreiben. In meine Liste, der will ich nie wieder treffen. In mein Death Note, nein. Jetzt übertreibt's nicht, Leute. Also, hier wisst ihr, was ich meine. No. Udo und Bodo, die zwei Trottel. Ich will euch einfach nur kaputt hauen. Oh, Sandwich scharf. Burger scharf. Hotdog scharf. Martina, hallo? Los, Bodo! Jetzt aber, Yoshino, Yoshino, Yoshino. Oh. Oh, ich wünschte, ich hätte diese. Oh, vielleicht hätte ich meine Hörner aufsetzen müssen. Vielleicht fühlt sich Yoshino dann angesprochen und kommt direkt auf meine Insel. Apfelinsel. Übrigens ist das Ticket 10. Oh, es ist schon Ticket 11. Oh, es ist ein Adler, der irgendwie in der Luft schwebt da hinten. Kim, I like your name. But, I don't like you. Udo, können wir nicht eigentlich auch mal Urlaub machen auf so einer Insel? Bisher haben wir noch keine Wiederholungen, das ist ja der Wahnsinn. Alessandra, deine Augen sind echt verdammt schön, ne? Diese Knopfaugen, ey. Aber na, du weißt ja, wie es ist. Okay, knopfäugige Sandra kommt auf meine Liste. Leute, was soll ich essen? Ich habe Hunger. Wie wär's mit so einem richtig schönen Dodo-Auflauf? Nein, natürlich nicht. Wer ist hier? Oh, schon wieder ein Ameisenbär. Oh, excuse me, do you have eyes? Yes. Ach so, da sind die Augen. Okay, verstehe. Hilde. Ach, bist du eine wilde Hilde oder eher so eine normale Hilde, ne? Ich glaube, Hilde hat einen Wolfcut. Kühlschrank auf, Kühlschrank zu. Kühlschrank auf, Kühlschrank zu. Will doch einfach noch was essen, ey. Hallo. Ein Bienchen, Bäumelein, Torte, das sagt, box einfach ein. Nein, das tust du mir nicht gerade an. Das tust du mir gerade nicht an. Nein. Wieso? Hennes. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, Hennes zu treffen, war extrem hoch, weil ich habe schon drei Ziegen. Aber Hennes. Oh nein, Leute, ihr müsst wissen, ich liebe Hennes. Okay, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich finde Hennes toll. Und ich hatte ihn auch schon mal auf Famora eh damals. Gott, ich komme auch gerade in Stimmenbruch. Ihr müsst wissen, Hennes ist sportlich und er ist ein Ziegen-OP. Und ich habe eine Schwäche für Opis und vor allem für Tier-Opis. Und ich fand ihn super. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn damals hab gehen lassen. Keine Ahnung. Ach, Mann.
Mann, verdammt. Komm, was muss ihr seid schuld, dass Hennes jetzt hier ist. Mann. Aber wir müssen es so sehen. Da ich ja, wie gesagt, bereits drei Ziegen auf der Insel habe, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass ich Hennes nochmal treffen werde. Und wenn wir zum Beispiel jetzt diese 100 Tickets verbraucht haben und ich habe extrem überhaupt keinen Bock mehr weiterzusuchen, und dann treffe ich irgendwann nochmal Hennes oder so im Verlauf, dann kann ich es immer nochmal reevaluieren, ob ich ihn doch nochmal auf meiner Insel haben möchte. Kommt, Leute. Ich glaube, Hennes zu finden ist nicht so schwer, oder? Ich muss mir das jetzt einfach einreden. Guckt ihn euch an. Er hat einen Bart. Er hat geschlossene Augen. Irgendwie ist er runzelig und alt. Ich finde ihn süß. Wollen wir wetten, dass ich das wieder bereuen werde? Wollen wir wetten? Seht ihr, sie hat genickt. Ticket 15. Und Leute, ich habe fast Stranger Things beendet, wenn man das so sagen kann. Ich habe noch eine Folge von Staffel 3. Und Staffel 4 ist noch nicht draußen. Wer ist das? Wer ist das? Oh, ich wusste, dass ich ihn wieder treffen werde. Die brauche ich gar nicht ansprechen. Ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, wie du heißt. Ich weiß, wie du heißt. Ottokar? Nee, Ottokar war der andere. Wie heißt du nochmal? Ottfried. Ach, Gottfried ohne G. Ganz ehrlich, wer holt sich ihn auf die Insel? Er sieht immer so böse aus. So, Udo. Ja, ich hab's im Schritte. Du hast mir jetzt jemanden richtig geilen auf die Insel gezaubert, ne? Ein DIY hier direkt hier am An Eingang. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Das ist gemein. Ihr habt mich voll ausgetrickst. Alter! Leon, was ist bei dir? Alter, wieso sieht der so gruselig aus? Ich habe echt gerade übelst Angst vor ihm, ne? Jetzt ohne Scherz. Kennt ihr das Märchen Der Teufel vom Mühlenberg? Ich glaube, das heißt so. Da haben die auch so Teufelsmasken auf und die sehen einfach eins zu eins aus wie er da hinten. Alter, so in die Kamera zu starren. Oh mein Gott, Udo, schnell. Schnell, wir müssen gehen, Udo. Schnell, schnell. Udo, ihr Angst, bitte. Also, wie gesagt, das ist ein sehr subjektives Video. Aber bitte, keiner von euch kann mir in die Kommentare schreiben, dass ihr Leon freiwillig nehmen würdet. Ich weiß, dieses Spiel macht einen extrem oberflächlich, aber das hat mich jetzt ganz schön mitgenommen, Leute. Das kann ich euch aber mal sagen. Udo, do it. Just do it. Was auch immer. Do it einfach. Das ist so eine richtige Mami. Das ist schon so Mami-Schnitt. Silvia. Ach, jetzt habe ich Slüvia geschrieben. Ach, Slüvia. Mano, Slüvia, was soll denn das? Wieso finde ich das gerade so lustig? Slüvia. Entschuldigung, ich wollte euch gerade was erzählen. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass ich mir ja immer wieder mal Gedanken mache um eine neue Insel. Und ich bin schon ein bisschen Oma-like, ne? Ich bin eigentlich die größte Oma, die es gibt. Und ich habe echt gedacht, warum mache ich das nicht zu meinem nächsten Inselthema, so Granny-Core? Das wäre doch mega lustig. Und dann hole ich mir übelst viele Katzen auf meine Insel. Ach, wer ist das denn? Ach, Mann, oh. Ja, dann hole ich mir auf jeden Fall übelst viele Katzen auf meine Insel und mache mir so einen richtig gemütlichen Sit. Ach, please. Wisst ihr, was ich meine? So Granny-Core, so mit richtig vielen Katzen und ja, vielleicht so kleines Dorfmäßig oder von mir aus auch eine kleine Stadt. Aber ich sollte vielleicht erstmal vermorreilen. Ich denke ja schon wieder viel zu weit. Na, ist ja wieder klar. Leute, ich habe immer noch Hunger. Oh nö. Habe ich jetzt schon erst einen Doppelgänger? Lol. Ah, Feuer am Weg. Tipsy. Oh, Tipsy. 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 Kennen wir uns Tipsy? Tipsy. Tipsy, du siehst irgendwie so. Du siehst irgendwie cool aus. Krass. Ich kannte Tipsy nicht. Wer hat Tipsy vor mir versteckt? So, jetzt mal Hand heben, wer Tipsy vor mir versteckt hat. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, bei welchem Ticket wir gerade sind. Aber Mr. Bodo weiß das, weil der knüpft mir ja ständig welche ab. Oh, wir sind auf einer Money Rock Island. Ich will ja nicht irgendwie blöd klingen, aber ich habe wirklich genug Geld. Ihn treffe ich auch ziemlich oft. Ihn finde ich auch eigentlich voll süß, der kleine Bill. Ach, Bill, du bist süß. Ach, Bill. Ach, komm schon. Oh, die. Oh, no. Aber wir gehen auch. Merkt ihr, dass wir in die richtige Richtung langsam gehen? Ente? Ente gut, alles gut, ihr wisst. Bodo, I like your style. Wo kriege ich diese rote Krawatte her? Wo kriege ich dieses Style-T-Shirt her? Wo kriege ich diese stylischen Kopfhörer her? Wo kriege ich diesen Bodo her? Ich will einfach wie Bodo sein. Bodo ist ab sofort mein neues Vorbild. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam, aber es musste einfach mal ausgesprochen werden. So, eine weitere Apfelinsel. Ah, okay. Auch die richtige Richtung. Es ist auch ein Bär. Ach, Bärtraum.
Guck doch nicht so traurig, Bertram. Was soll denn das? Ihn könnte ich auch aus Prinzip schon nicht nehmen, weil warum soll ich mir einen Bewohner nehmen, der immer traurig guckt? Da würde ich mir den ganzen Tag schlecht vorkommen. Bertram, cute AF, aber nee. Alter, Blaubeerkuchen an Apfelkuchen? Du willst mich doch komplett mästen. Wo sind wir denn eigentlich gerade? 20? 22? Krass. Die Zeit verfliegt und es ist ein Elefant aus der Steinzeit, also wohl ein Mammut. Thorsten, das Mammut. Okay. Alles klar, deine Hörner machen mir extrem Angst. I don't like horns. Außer sie sind an Yoshino. Da ist es in Ordnung. Oh, wisst ihr, was Yoshino sein könnte auf meiner Insel? Irgendwie so die übelste Magic. Oh, jetzt habe ich gerade wirklich Yoshino in meine Liste geschrieben. So schlimm ist es schon. Wie hieß der jetzt? Thorsten, ne? Yoshino könnte my Magic Girl sein. Meine Hexe. Die Hexe von Famorae. Die Waldhexe. Oh, das wäre geil. Das wäre schon echt extrem geil. Also, es gibt immer mehr Gründe, warum ich Yoshino holen sollte. Das einzige Problem an Yoshino ist halt, dass sie halt schwungvoll ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir diesen Stress wieder auf die Insel holen will, aber Yoshino ist so schön. Ach, Bodo. Ach, wieso? Ganz ehrlich, für mich ist dieser der da vor mir steht. Das ist für mich Bodo und der andere ist für mich Udo. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich einfach die Konfusion in Person bin. Leute, soll ich euch mal was Lustiges erzählen? Aber erst gucken wir mal hier hoch. Ah, oh. Tja, also mein Freund hätte sich jetzt gefreut über dich. Chang. Ein bisschen süß bist du schon. Bye, bye, Chang. Ja, was Lustiges. Weil ich gerade über Konfusion sprach. Und zwar, mein Freund hat studiert. Auf jeden Fall hat ihn mal eine Professorin angeschrieben. Also er wurde verwechselt mit jemand anderen. Und die Professorin hat danach geschrieben, nachdem mein Freund es aufgeklärt hat: Entschuldigen Sie die Konfusion. Ich fand das so lustig. Ich fand es so lustig, dass ich einen WhatsApp-Sticker dazu gemacht habe. Und mein Freund und ich das heute noch uns gegenseitig hin und her schicken. Wie kommt man darauf, Konfusion zu sagen? Sagt man nicht einfach Verwirrung? Also ich weiß, dass das englische Wort dafür ist, aber... Ach, Leute. Ich lache auch über komische Sachen. Ach, wer bist du, Mathilda oder sowas, oder? Yolanda, sag ich doch. Yolanda, du siehst aus wie aus den 80ern ausgebrochen oder aus den 70ern. Jo. Wieso heißt eigentlich kein Villager Ingeborg oder so? Ingeborg, Gertrude, Ingrid. Ganz ehrlich, wenn es einen Bonus gäbe, der Ingeborg heißen würde, ich würde den sofort nehmen. Oh, wir haben den kleinen roten Hamster. Cute AF. Hallo, Jessie. Alter. Das war gerade irgendwie voll laut. Ich würde dich niemals nehmen. Du bist extrem süß, aber du bist auch schwungvoll und deine Farben geben mir irgendwie Angstzustände. Ich weiß auch nicht. Ah, kennt ihr solche Farben, die euch irgendwie aggro machen? Leute, wir haben noch keine Doppelten. Und das in 25 Tickets. Excuse me. Bewohner? Bewohner 6. Nein, ich habe gerade davon geredet, dass ich noch keine Doppelten hatte. Tentatron, ist das dein Ernst? Du bist süß. Ja. Ach, oh, red doch nicht so cute. Ach, Tentatrönchen. Tentatrönchen. Ich glaube, wenn ich ihn auf meine Insel nehmen würde, würde ich ihn immer nur Tentatrönchen nennen. Eine Granny-Core-Insel mit nur Katzen und dann Tentatrönchen. Okay. Auf jeden Fall hat er mich gerade extrem hops genommen, der Tentatron. Okay, ich glaube, wir sind bei 27. Ein Äffchen, natürlich. Die Uta. Ja, eher so ein Standardbewohner, ne? Bodo und Udo, ich finde euch klasse. Ihr seid zwei geile Dudes. Och, warum, ey? Es ist so eine Alm-Ingrid. Lora. Lora, Una, na. Kommst du aus den Alpen, Lora? Bodo, kannst du mir nicht mal ein bisschen Glück geben? Du bist echt so ein richtiger Geizkragen. Oh, Bambusinsel. Oh, und es ist Tipsy. Nein, wie heißt der? Stixi. Pingi. Pingi ist süß. Frühlingsbambus. Frühlingsbambus. Bambus. Ach komm, jetzt gönn mir doch mal. Gut, wir sind bei Tickety, Tickety. 30 jetzt schon. Falls ich übrigens die ganze Zeit die Ticketnummern falsch sage, dann liegt es daran, dass ich nichts kann. Oh, nee. Was da denn? Christine. Ich kann ja nicht sagen, dass du irgendwie gruselig oder so bist, aber habe auch schon bessere Leute getroffen. Das ist manchmal echt so gemein, ey. Die Christine. Ist sie mit Christus verwandt? Meint ihr, Leute, es liegt an meinem Outfit, dass ich niemanden treffe, den ich gerne hätte? Stellt euch mal vor, ich fliege jetzt auf eine Insel und treffe Bodos Mutti. Ich sehe wieder was Buntes. Eine Katze? Kiki! Oh!
Ich meine, deine Augen sind schon ein bisschen gruselig mit dem Gelb, aber irgendwie bist du auch extrem süß. Guckt euch mal die kleinen pinken Fußabdrücke an, die kleinen Toe-Beans. Oh Mann. Wer hat dir erlaubt, so cute zu sein, Kiki? Ganz ehrlich, wenn ich die Granny-Core-Insel hätte, würde ich sofort Kiki mitnehmen. Aber die wäre sofort in meiner Tasche gelandet. Das könnt ihr wissen. Wer ist das? Okay, ist eine Kuh. Ah, ist Patricia, ne? Ja, Patricia, ich weiß. Du bist die Steak-Kuh. Deswegen brauche ich da auch gar nicht hochgehen und kann direkt weiterfliegen. Yay. Das ist ein Pinguin, der extrem süß ist. Sonja! Oh. Mit einer strahlenden Ausstrahlung. Ja, noch mehr Strahlen kann ich leider nicht anbieten. Wow! Wer ist denn das? Alter, wieso treffe ich heute diese ganzen Aggro-Bewohner, also die halt aggro aussehen? Carlo. Carlo, du bist echt extremst unsympathisch. Und dein Aussehen macht das auch nicht gerade besser? Also ich glaube, wir werden mal so 50 Tickets in einem Video machen. Ich glaube, das ist so eine realistische Anzahl. Dann wird es für uns alle nicht zu viel mit einmal. Und es wird auch kein monsterlanges Video. Wir sind nämlich gerade bei 10, 20, 30, 35. Das heißt nochmal diese 15 Tickets. Und dann reicht das auch erstmal. Hallöchen. Der ist aber echt süß, der Freddy, ne? Der Freddy ist schon süß. Quappi! Oh! Sag doch nicht Quappi, Alter. Das ging mir direkt ins Herz. Oh mein Gott. Au, oh, Quappi. Ich finde Frösche auch super übrigens. Aber wisst ihr, was ich sogar noch cuter als Frösche finde? Kaulquappen. Ich liebe Kaulquappen. Die sind einfach super, ne? Ich weiß, dass es das auch kleine Frösche sind, beziehungsweise mal. Wer, also angehende Frösche sozusagen. Ja, also ich weiß, dass das angehende Frösche sind. Ich will sie am liebsten alle aus dem Teich fischen und bei mir groß und fett züchten. Kaulquappen-Crossing. Ich sag's euch, ich nenne mich jetzt nur noch Kaulquappen-Crossing. Ach, sie. Ganz ehrlich, wer auch immer dir diese Augenbraue gegeben hat, der gehört einfach nur geschlagen. Es tut mir leid, aber. Oh, sie ist eigentlich so, so, so süß. Und diese Augenbraue macht sie einfach nur. Sieht, es macht. Also, sie sieht halt dadurch aus, als wäre sie übelst aggro. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Keine Ahnung. So, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen sputen hier. Wir labern die ganze Zeit nur rum mit dir. Kann man uns mal ein bisschen beeilen? Können wir die nächsten 10 Tickets mal ein bisschen reinhauen hier? Leute, es ist zwischen dunkel draußen, solange wie der Bode mich hier voll labert. What is this outside? Oh, es ist die Sonne. Ich lebe doch wie ein Vampir. Ach, Manu. Du bist süß. Wer bist du, Mandy? Ja. So, Ticket, keine Ahnung. 38, 37. Oh. You're looking very angry. Warum sehen manche Bewohner einfach so aggro aus? Wahrscheinlich mussten sie irgendwie alle Emotionen abbilden in ihren Bewohnern. Keine Ahnung. Ach, haben wir sie schon getroffen? Oder habe ich sie irgendwann letztens getroffen? Irgendwie kommt es mir übelst bekannt vor. Christa, nee. Aber ich mag Christa. Christa ist eine süße Mausi. Und ich glaube, sie ist auch eine hochnäsige Queen. Oh, Schokolebkuchen, please. Udo, du machst mich echt so verdammt hungrig. Ich höre doch auf, mir ständig von irgendwelchen geilen Sachen zu erzählen. Nur noch 10 Tickets vor uns. Dann haben wir schon die Hälfte erreicht. Naja, und wen haben wir denn hier? Ein grünes Schwein. Oh Gott. Rolo? Ist so ein mintgrünes Schwein. Das ist irgendwie auch lustig. Rolo, Rolo. Heißt der Rolo oder Rollo? Ein weißer Affe, den ich schon mal getroffen habe. Oder ist das wieder Uta? Nee, oder ist jemand anderes? Daniel? Ei, Daniel, nee, du. Aber er hat einen kleinen Schlörpel oben auf dem Kopf. Ich mag seine kleine Antenne. Und sein kleines süßes Lächeln. Und seine kleinen Bäckchen. Und seine Farben. Also eigentlich kein schlechter Bewohner. Wen haben wir denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe noch nie Gunnar getroffen. Noch nie habe ich Gunnar getroffen. Krass, wie groß er ist. Und er hat Heterochromie. Katerstar der Stadt. Okay. Okay, also was ich definitiv machen muss, sind Fotos. Weil sonst geht hier gar nichts, Gunnar. Also er passt halt null auf eine Forest Core Insel, ne? Ich weiß, ich habe auch einige Bewohner, die auch nicht auf eine Forest Core Insel passen. Aber ich muss sagen, Gunnar ist nicht so wirklich jemand, den ich jemals in Betracht gezogen habe. Ich meine, er ist süß, definitiv. Mit seiner kleinen Brille, mit seinem blonden Haar. Da. Er sieht ein bisschen aus wie ein K-Pop-Idol irgendwie, ich weiß auch nicht. Bitte hasst mich nicht dafür, was ich als nächstes tun werde. Bye bye, Gunnar. Tut mir wirklich leid für diejenigen, die ihn sehr gerne hätten. Apfelinsel.
Oh, Selina, ne? Oh, nee, Selina, nee. Oh, nee, Selina, nee, 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 nee. Okay, wir machen jetzt noch diese 7 Tickets und dann höre ich erstmal auf. Nein! Sandrine! Grüß dich! Altes Haus! Schön, dich mal wiederzusehen, Mensch. Okay, Background Story zu Sandrine. Ich hatte Sandrine eine ziemlich lange Zeit auf Famorae. Und dann habe ich sie zu meinem Freund auf die Insel ziehen lassen, weil sie asiatisch ist und er eine asiatische Insel gemacht hat. Also bei Sandrine ist das wirklich Meckern auf hohem Niveau. Sandrine, die alte gute Stute hier, ich sag's euch. Okay, wir sind jetzt bei 45. Bald ist Halbzeit angesagt und ich habe gesehen, es ist wieder ein Bär, oder? Bär, boah, bitte. Alter, die Schwungvollen, die erschrecken mich immer. Ja, die ist auch süß. Die ist schon auch eine kleine Maus. Und es ist Nelly. Warum springe ich rüber? Ich kenne Nelly. Ja, ich weiß, Nelly steht auf der Liste, aber Nelly ist, wie gesagt, ein Ausweichbewohner. Das habe ich schon tausendmal erklärt. Nicht böse gemeint, aber Yoshino, ganz oben. Hallo, Yoshino. Dann Monika, dann Mona, please. Und ich sag ja, das beweist wieder meine Theorie, dass ich Nelly irgendwie extrem oft treffe. Och, schon wieder so ein Löwe. Haben wir den schon getroffen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben gefühlt schon jeden Löwen durch, aber den noch nicht. Leonardo. Die waren noch echt kreativ bei den Löwen mit den Namen, ne? Leon, Leonardo. Wie wär's mit Löwenbert? Ich hätte einen Löwenbert genannt. Also wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie lange man für 50 Tickets braucht, bei dem man auch nichts weiter auf den Inseln macht, außer mal kurz die Bewohner anzusprechen. Man braucht 2 Stunden. Oh nö. Wer ist das denn? Oh, Ricky, guck mich doch nicht mit solchen Augenbrauen an, please. Erstens mal, warum ist dieses Tuch zwischen deinem Mund und der Nase? Und, ach, keine Ahnung, ich frage einfach nicht, oder sind das deine Haare? Ich weiß es nicht. Ich finde es krass, dass ich so lange ausgehalten habe, ohne was zu essen. Das sieht mir nicht ähnlich, sagt mal so. Ticket, oh, vorletztes Ticket. Krass, krass, krass. Und es ist wieder jemand Buntes. Ich sehe es schon. Oh, nö. Wer ist das nochmal? Ach, ich muss ihn ansprechen, sonst weiß ich nicht mehr. Ach, Carlo, verdammt. Nein. Mann, oh, Carlo, wieso? Du bist doof, ich will dich nicht. Wir haben bisher Tentatron zweimal getroffen und Carlo. Ach, nö. Das ist, wie heißt der nochmal? Emil. Ach, mein Guter. Ich habe Emil auf meiner zweiten Insel. Emil ist super. Kann ich empfehlen. Habt ihr schon mal ein Pferd im Wald gesehen? Also ich nicht. You can call me Bodo. You can call me Udo. I don't care. Apfelinsel Nummer 500. Oh, schon wieder ein Frosch. Warum will das Spiel, dass ich einen Frosch kriege? Fritz, bist du jetzt eigentlich mein... Fritz ist schon mein letztes Ticket, oder? Ticket 50? Oder? Leute, wir sind schon bei... Okay, wir sind schon bei 51. Upsi. macht nix. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ist okay. Dann halt 51 Tickets, mein Gott. Denkt euch einfach, es wären nur 50, okay? Fritzi und ich wollen uns von euch verabschieden. Er sieht übelst aus wie ein kleiner Emo. Er ist süß. Fritz, oh mein Gott. Ich muss ein Foto machen. Bup. ja. Auf jeden Fall möchte ich euch sagen, dass ich mich sehr freue. Halt, was passiert hier? Moment. Ich muss die Kamera ändern. Wir wollen euch sagen, oder vor allem ich möchte euch sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich werde vermutlich direkt im Anschluss noch weiter filmen, aber ich muss jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin mal sehr gespannt, wie viele Tickets wir brauchen werden. Ah, guck mal, er macht mit. Ist ja süß. Die nächsten Videos werden also... Oh, er macht im Hintergrund immer noch mit. Die nächsten Videos werden also auch Villager Hunts werden. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich hoffe sehr, wir werden Yoshino, Mona, Monika finden. Oh, er ist so cute. Please, hör auf so zu gucken. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns. Benehmt euch. Ciao. Hihi. Bye, 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 bye. Haha.